Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, euer Car Spiders hier. Und zwar wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, ja, wie machst du das mit den Boxen? Was würdest du empfehlen? Wie bearbeitest du die, dies, das, jenes? Ich will nochmal zu den einzelnen Boxen, wofür ich die benutze, nochmal ein Video machen. Aber es soll jetzt heute erstmal, weil ich das gerade habe, weil ich mir 10 neue 12,5 Liter geholt habe, soll es erstmal darum gehen, wie ich die bearbeite. Und es ist ganz einfach, aber da ich gefragt wurde, zeige ich euch das einfach. Und dann habe ich diesen Punkt auf der Liste auch schon abgehakt. Also, bis gleich, wir sehen uns. So, da haben wir die schöne 12,5 Liter Box, wie man hier schön erkennen kann vom Action, ne? Dann brauchen wir noch Drahtgase, zugeschnitten auf 5x5 cm. Natürlich vorgefertigte Löcher, denn da kommt das Ganze dann nachher hier so drüber. Ihr seht, es ist bewusst ein bisschen größer, damit man halt auch ein bisschen Spiel hat. Dann brauchen wir hier einen Lötkolben, ein bisschen Wasser. Ein Tablet mit YouTube offen, weil dauert ein bisschen das Ganze, ne? Das ist ja wieder hier komplett verschoben. Menschenskinders. Dann, was nehme ich noch? Weil ihr seht ja, diese Löcher sind ja ganz schön perfekt, ne? Muss man ja einfach so mal so neidlos anerkennen. Und ich bin ja ein Grobmotoriker, wisst ihr ja mittlerweile, ne? Also werde ich niemals von Freihand gemacht haben. Und ihr seht ja hier schon, da sind kleine Löcher in der Mitte. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass ich hier so eine, wie nennt man das, Seziernadel benutzt habe. Also benutzt auch nur die, dementsprechend sieht die halt auch aus, ne? Das hier ist von einer Multivitaminflasche einfach der Deckel. Könnt ihr auch nur irgendeinen anderen Flaschendeckel nehmen, wie es euch beliebt, was für Größen ihr braucht. Auch von einer normalen PET-Flasche könnt ihr da auch was benutzen, ne? Es geht halt einfach nur darum, dass ihr eine einheitliche Größe habt, weil was es gibt Schlimmeres als eine Box zu haben, sind da eine Größe, dann eine andere Größe, hier wieder irgendwas anderes. So hat man eine Konstante und kann es einfach benutzen. Und zwar mache ich das Ganze dann einfach so. Ich bin auch gerade hier am Esstisch, deswegen dieser ungewohnte Winkel. Ich mache es halt so, ich stecke dann halt hier so da rein, nur damit ihr es jetzt seht, ne? Also, und der Deckel ist dann natürlich ein bisschen weiter vorne, damit ich ungefähr den Abstand hier nach oben und zu den Seiten habe. Denn wir wollen ja, dass es auf einer geraden Fläche ist, ne? Nicht, dass es irgendwie hier so, wo du dann um die Ecke die Gase befestigen musst und dann wird es halt einfach reingedrückt bis zum Anschlag. Vorsichtig und schön dabei bewegen, ne? Denn sonst, ist das die? Ne, sonst platzt euch nämlich das Plastik auf. Das hatte ich bei einer, wo ich dann keine Lust mehr hatte, um ehrlich zu sein. Ja, und dann ist das hier so ein bisschen eingerissen. Aber es ist nicht schlimm, weil ihr macht das Ganze ja eh raus. Aber es kann halt auch schlimmer ausgehen. Ne? Dann hast du auf einmal so einen Bruch hier drin. Das hatte ich auch schon. Konnte ich den aber fixen. Ganz einfach mit dem Lötkolben von beiden Seiten ist dann zwar nicht mehr tausendprozentig so stabil wie vorher, aber es ist halt Fusch am Bau. Ne? Und das zählt ja auch. Wir sehen hier nochmal die Maße: 39 mal 29 mal 16. Also 14 mal 20, mal 30 mal 20, Pi mal Daumen, ist natürlich, ne, aber kann man so grob erschlagen. Ja, ist für Lebensmittel hergestellt, deswegen alles Dutti, in der EU gemacht, also keine Schadstoffe für Lebensmittel, sowieso dann nicht. Kannst du eine Spülmaschine packen, von minus 20 bis plus 90 Grad, alles tippitoppi. Deswegen sind das halt die Boxen meiner Wahl vom Action. Und ja, ich wurde schon öfters gefragt, warum ich denn keine Partnerschaft mit Action habe. Ja, da müsst ihr die fragen, ne? Also ich würde es ja tun, aber die kommen einfach nicht auf mich zu. Ich glaube einfach, unser Metier ist dafür nicht als Kunststoff vorgesehen eigentlich, aber ist uns ja egal, weil basteln ist halt geil, ne? So, was machen wir jetzt? Also wir schneiden jetzt hier die Löcher aus und ja, ich glaube, ich zeige euch das mal bei einem. Ich muss mal gucken, ob ich das auf Kamera jetzt so mit dem, weil ich habe jetzt hier halt einen ungewohnten Winkel, sag ich mal. So. Da geht das. Hier gerade ein bisschen. Moment. So. So sollte das ja. Ups. Sollte das ja passen. Hält das so? Ja. So. Ist jetzt zwar nicht schön, aber seht ihr mein Beinchen und eben wie ich das mache. Also, ich habe hier halt so ein Set mit verschiedenen Aufsätzen. Und das hier ist halt so ein Aufsatz, ne? Kannst auch Temperatur hier einstellen. So, Moment. Ja. Ich benutze halt immer eine recht hohe Temperatur, damit ich halt nicht so lange dafür brauche. Und dann setze ich einfach hier an. Und ziehe das einmal rundherum durch. Natürlich aufpassen, das ist ganz schön heiß, das Ganze, ne? Je nach Temperatur, die ihr eingestellt habt.
Das hier ist jetzt auch nicht schön, weil die Kamera halt drüber ist. Ich eigentlich das anders mache. Aber um euch das zu zeigen, mache ich das jetzt einfach mal so. Ist ja nicht weiter schlimm. So, dann fällt es einfach rein. Ist nicht weiter schlimm. Dann machen wir eben hier den Aufsatz frei von dem Plastik. Ne? Nehmen uns hier die Gaze. Und jetzt wird es nicht dran geklebt wie mit Kleber, sondern wir verschweißen es wirklich mit der Box. Also besser könnt ihr das eigentlich gar nicht machen, weil durch das Reindrücken hier wird es ja komplett mit der Box verschmolzen. Und sobald es dann abkühlt. Also ich habe schon gesehen, wie die Skorpione daran rumfummeln und da tut sich einfach nichts. Weil die Tiere kommen halt nicht an diese Stellen dran, dass sie es irgendwie abziehen könnten. Versuchen dann von innen zu drücken und dann haben sie da, dadurch, dass es halt verschweißt, überhaupt keine Angriffsfläche. Ne? Das ist halt einfach richtig nice. Ist natürlich auch nicht auf meinem Mist gewachsen, denn das haben bestimmt schon zigtausend andere Leute gemacht. Ich zeige es euch jetzt nur, wie ich es mache und wie es für mich am besten läuft. Damit ihr das zu Hause auch nachmachen könnt. Denn ich finde, das ist halt auch irgendwie so die Quintessenz in unserem Hobby, gemeinsame Sachen zu machen, ne? Und anderen zu helfen. Statt immer nur für sich allein was zu machen. Finde ich zumindest. Deswegen mache ich ja die Videos hier für euch, ne? Ihr seht, es halt auch ganz simpel. Umso breiter dieser Aufsatz, desto besser kann man es halt machen. Ich hoffe, ihr seht es auch schön. Weil ich kann jetzt auch gerade nicht weiter ranzoomen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verstellt. So. Wenn man es einmal ringsrum verschweißt, kann man dann auch hier ein bisschen weiter entfernen nochmal andrücken. Und hier nochmal ein bisschen nach, weil hier die Naht ein bisschen dünn geworden ist. Aber ich meine, es ist auch wirklich schön dick, ne? Seht ihr jetzt auch. Weil umso dicker man das jetzt hier macht, desto effektiver hält es halt auch. Ne? Also ihr seht das jetzt hier. Ist halt richtig cool. So, ich mache dann jetzt mal alles fertig und zeige euch dann am Ende, wie es dann weitergeht. Ne? Also bis gleich. So, Freunde, das ist vollbracht. Die 10 Boxen sind fertig. Eine schön in Premium-Qualität hier wieder angefertigt. Und ich habe echt keinen Bock mehr. Ich meine, es ist zwar immer echt cool, wenn man das Endergebnis dann sieht. Aber es dauert halt auch echt verdammt lange. Deswegen ist es immer eine schöne Beschäftigung fürs Wochenende. Ja, es bleibt nur noch hier. Das bleibt ja dran, aber hier diese Ränder müssen noch weggeschnitten werden. Kann man danach dann auch noch verlöten. Ja, ich zeige euch das jetzt nicht. Ne? Also wie man jetzt hier die Ränder abschneidet und es dann fertig ist, das denke ich, kriegt ihr auch alle so hin. Ich glaube an euch. Ja, und hier natürlich wieder meine Terrarienschilder auch befestigt. Ne? Hier mit den Höhlen, da kommen dann halt in die Einschübe kommen dann halt hier die Beschriftungen rein, die ich schon vorbereitet habe. Und ja, das wär's dann. So, Freunde, es ist vollbracht. Die 10 Boxen sind fertig. Das hier habe ich da schon stehen, weil ich die ja gleich dann einrichte. Hier liegt noch ein bisschen Kram rum von den. Sag schnell. Von den Terrainschildern, die ich immer dran mache. Ja, und das sind jetzt die fertigen Boxen. Die Sachen habe ich jetzt abgeschnitten, also das, was überstand von der Gaze. Und wie ihr seht, mache ich jetzt hier mit meinem Essigreiniger. Den mache ich da dran. Dann kommt jetzt hier alles auf den Turm. So war jetzt die letzte Box. Hier wird dann jetzt nochmal der Deckel eingesprüht und dann beginnt das alles wieder von vorne. Ich nehme die Boxen runter, mache sie sauber und dann werden sie über Nacht stehen gelassen und morgen oder später schon kommt er da rein, weil ja, Moment. Weil das Ding ist ja, Essig benutze ich aus dem Grund, weil Essigessenz, also Essig generell, verflüchtigt sich komplett. Es bleiben keine schädlichen Rückstände für die Tiere oder sonst was und ja, ist einfach top. Hier die Boxen, die kleinen. Die schon auch schon Schilder drin haben für Tiere, die demnächst kommen. Vielleicht konntet ihr ja was ahnen, vielleicht habt ihr was gesehen. ja. Die stehen ja schon fertig und haben auch schon ihre Klemmis. Weil hier die Dinger. Moment, das hier. Das habe ich jetzt eingeführt, damit auf jeden Fall nichts rauskommt, weil die Qualität der Dosen mir mittlerweile halt nicht mehr so gefällt. Bei der neuen Serie, die ich jetzt gekauft habe vor ein paar Tagen, da muss man nicht mehr diesen Strich hinter der Falz machen, weil die da nachher gearbeitet haben. Vielleicht haben sie ja mein Video gesehen. Wer weiß, wer weiß. Ja.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß beim Basteln. Euer Karl Spiders. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen. Ciao, ciao.